Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute um ein Paket, was ich bekommen habe und über das möchte ich reden bzw. möchte es euch zeigen. Aber Leute, bevor wir dazu kommen, wollte ich noch ein paar Dinge erwähnen. Und zwar habe ich ja gesagt gehabt, dass ich am Freitag den 12-Stunden-Stream machen werde. Diesen verschiebe ich aber jetzt auf den Samstag, da ich eine Abstimmung gemacht habe auf meinem Kanal und dort steht einfach, beziehungsweise 66% waren einfach dafür, dass wir am Samstag streamen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich gehe auf die Community ein und streame am Samstag. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt am Freitag anfange um 12 Uhr zu streamen, wäre es eigentlich irgendwie unlogisch, weil ihr ja theoretisch gesehen um 12 Uhr noch in der Schule, bei der Arbeit oder sonst was seid. Deswegen verschiebe ich das Ganze auf den Samstag. Ein Informationsvideo folgt aber nochmal heute Abend. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal genauer anschauen und wisst dann ganz genau Bescheid, was genau wann passiert. Und heute Abend, Leute, nochmal gibt es auch einen Stream auf dem Fraps Gaming Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen, weil in Fortnite gibt es ja jetzt die neuen Karten, Season 3 und. Würde mich auch freuen, wenn ihr dort auch vorbeischauen würdet. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Außerdem, Leute, könnt ihr mir gerne ein Like auf diesem Video hier da lassen und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und jetzt würde ich doch sagen, ich komme mal zum eigentlichen Thema dieses Videos. Let's go! So Leute, wie ihr ja sicherlich wisst, haben wir vor einigen Tagen bzw. vor einigen Wochen haben wir die 100.000 Abonnenten zusammen hier auf dem Fraps-Kanal geknackt. Und was kriegt man bei 100.000 Abonnenten? Natürlich, ihr habt es erraten. Man bekommt einen Play-Button und diesen Play-Button habe ich zugesendet bekommen. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich noch einmal ein paar Wörter sagen. Denn Leute, wir haben echt, ohne Witz, vor ein paar Wochen haben wir die 100.000 Abonnenten geknackt und schon sind wir bei kurz vor 140.000 Abonnenten. Ich habe gerade 135.000. Also das heißt, wir haben nach den 100.000 nochmal 35.000 Abonnenten dazu gemacht und das finde ich auf jeden Fall schon übertriebenst krass. Also es ist mega krass zu sehen, wie schnell das Ganze eigentlich ging, denn vor circa 3 Monaten, wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben wir die 100.000 Abonnenten geknackt. Da habe ich auch ein 100.000 Abonnenten-Special hochgeladen gehabt und dann, Leute, ging das eigentlich ganz schnell. Innerhalb von 3 Monaten habe ich gefühlt jetzt 35.000 Abonnenten gemacht. Das ist über ein Drittel von 100.000, also das ist ja mal richtig brutal. Und natürlich habt ihr mich auf diesem ganzen Weg unterstützt. Es ging immer weiter bergauf, immer weiter bergauf. Wir haben echt eine gute Community in der Zeit aufgebaut, immer noch, also alle sind top am Start, feiere ich mega geil, Leute. Finde ich auch richtig gut, dass immer noch so viele Leute am Start sind. Natürlich kennt ihr mich ja bestimmt ein bisschen anders auf meinem Kanal. Ich lade ja normalerweise 2 Videos am Tag hoch. Aber das war einfach in den letzten paar Tagen nicht möglich, Leute. Da wir einfach bei dem neuen Doomsday-Update habe ich ja jeden Tag 3 Videos rausgehauen für 1 Monat lang. Und das zieht natürlich schon an der Kraft, Leute. Deswegen habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen, dass ich mich jetzt ein bisschen erholen kann. Und deswegen kommt halt nur, falls ihr euch jetzt wundert, warum das so ist, halt nur 1 Video am Tag. Aber natürlich habe ich jetzt auch einen Zweitkanal. Jetzt lege ich wieder richtig los, mindestens 1 Video auf dem Gaming-Kanal, mindestens 1 Video auf dem normalen Kanal. Natürlich ziehe ich da immer den normalen Kanal vor und erst auf dem normalen Kanal wird ein Video kommen, dann auf dem Gaming-Kanal. Und viele haben mich gefragt gehabt, ja gut, Fraps, warum machst du denn eigentlich den Gaming-Kanal? Ich weiß, das Video jetzt wird ein bisschen komisch, es hat eigentlich nichts mit dem Play-Button zu tun, aber ich wollte das Ganze einfach jetzt die Chance nutzen und das Ganze jetzt hier für euch machen. Und zwar, Leute, war das einfach aus diesem Grund. Ich wollte einfach viele andere Spiele spielen, die ich in meiner Freizeit halt auch gerne spiele. Das Problem war aber hier einfach, wenn ich jetzt auf meinem Gaming-Fraps-Kanal, also auf dem Fraps-Normalen-Kanal, also auf dem GTA-Kanal, wenn ich jetzt auf dem GTA-Kanal irgendwas hochladen würde, beispielsweise FIFA, Fortnite, Call of Duty, das würde so einigen Leuten nicht gefallen, da mich 135.000 Abonnenten abonniert haben, um GTA 5 zu sehen und nicht um irgendwas anderes zu sehen. Deswegen habe ich mir einfach gedacht gehabt, ich mache einfach einen Fraps Gaming Kanal und dort drauf spiele ich dann alles, was ich will. Das Ding ist, Leute, viele haben mir aber auch unterstellt, dass ich das Ganze jetzt nur wegen Geld mache, nur wegen Fame und. Leute, ich mache YouTube immer noch so sozusagen als mein Hobby. Das macht mir immer noch Spaß. Ich mache immer noch Videos gerne für mein Leben. Und das Ding ist einfach, ihr müsst bedenken, Leute, ich erkläre das euch ganz kurz, damit ihr das euch veranschaulichen könnt und dann nochmal eure Meinung überdenken könnt. Es wurde, so einige Sachen wurden bei YouTube geändert. Beispielsweise muss man 4000 Stunden Watchtime haben, damit man überhaupt Videos monetarisieren kann. Das heißt, auf dem Fraps Gaming Kanal verdiene ich nicht mal 1 Cent im Moment. Aber Leute, wisst ihr, das interessiert mich nicht. Auch wenn ich theoretisch gesehen auf dem Fraps Gaming Kanal Geld verdienen würde, das würde mich auch nicht interessieren.
Weil ihr müsst bedenken, Leute, statt dass ich ein Fraps Gaming Video mache, mache ich lieber ein Video auf meinem Hauptkanal, habe das sozusagen zwei Videos auf meinem Hauptkanal. Damit würde ich viel mehr Geld verdienen und auf dem Fraps Gaming Kanal verdiene ich keinen Cent. Das vergessen viele Leute und viele denken sich, ah, du machst doch eh nur einen Zweitkanal, um jetzt Geld zu verdienen, bla bla bla. Das ist nicht so, Leute. Ich mache das einfach, weil ich mehrere Spiele spielen will. Ich dachte mir, warum soll ich denn nicht die Abonnenten, die sich für mich interessieren, für andere Spiele, warum sollte ich denn die nicht auch irgendwie mit Videos hier veröffentlichen bzw. den zeigen, hochladen, nennt's wie ihr wollt. Auf jeden Fall wollte ich das halt nochmal anmerken. Jetzt haben wir auch noch einen Fraps Gaming Kanal, das wisst ihr ja natürlich auch. Da haben wir auch schon über 7700 Abonnenten. Das ist auch brutal. Also ich habe den Kanal am 12. erstellt, also innerhalb von 5 Tagen haben wir über 7700 Abonnenten gemacht. Finde ich auf jeden Fall übertrieben krass und richtig krank, Leute, dass sowas überhaupt machbar ist. Also ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute sich auf jeden Fall für andere Spiele interessieren. Aber mega cool auf jeden Fall und gerne jeder, der sich auch dafür interessiert, kann ja mal den Link unten in der Videobeschreibung öffnen und sich anschauen. Jetzt nochmal zurück zu euch, Leute. Natürlich wollte ich mich auch noch hier an der Stelle bei euch bedanken. Es war eine richtig krasse Zeit bis zu den 100.000 Abonnenten. Ich mache schon YouTube über 4 Jahre. Mein Kanal wurde am 30.03.2000, was weiß ich, vor circa 4 Jahren habe ich den gegründet. Am 30.03.2013, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also wir haben sogar jetzt schon fast 5 Jahre auf dem Tacho, Leute. Also fast über 5 Jahre besteht dieser Kanal schon. Überlegt mal, in 3 Monaten ist es schon so lang, dass wir einfach den Fraps-Kanal seit 5 Jahren haben. Und das ist übertrieben krank, Leute. Finde ich mega nice. Es hat echt lang gedauert bis zu den 100.000 Abonnenten. Ab jetzt aber geht es irgendwie sauschnell. Das habe ich nicht so erwartet. Ich möchte mich auch natürlich bei euch bedanken für den ganzen Support, dass ihr einfach meine Videos feiert, dass ihr mich als Person feiert. Natürlich gibt es mal Up and Downs, mal hat man mehr Energie, mal weniger oder mal mögt ihr mehr GTA, mal weniger. Ihr kennt ja natürlich sicherlich die Zeit. Manchmal spielt man halt GTA sehr lange, dann hört man wieder auf GTA zu spielen, dann spielt man es wieder. Das ist immer so ein Up and Down bei GTA. Auf jeden Fall hoffe ich, dass Red Dead Redemption auch demnächst rauskommt, also das wird ja immer und immer wieder verschoben. Das Ding ist aber, Leute, ich bin auf jeden Fall mal richtig gespannt, wie Red Dead Redemption wird. Natürlich wird es auch Red Dead Redemption auf meinem Fraps-Kanal geben, auf dem normalen Fraps-Kanal, da ja Red Dead Redemption sozusagen ein gleiches Spiel ist wie GTA von denselben Publishern. Deswegen werde ich das auf meinem Fraps-Kanal auch veröffentlichen. Bin mal richtig gespannt, wie das auf jeden Fall sein wird, ob ihr das auch spielt und was da auf jeden Fall abgehen wird. Aber wie gesagt, Leute, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken. Mega krassen Support in den letzten paar Wochen und Monaten. Ihr seid auf jeden Fall die krassesten und besten. Und es hat echt, ohne Witz, der Playbutton ist auch ein Teil von euch. Und ich habe ja noch nicht den Playbutton gezeigt, jetzt würde ich doch mal sagen, wir zeigen doch mal den Playbutton, wie er aussieht. Natürlich jeder, der mir schon auf Instagram oder auf Snapchat folgt, der hat das Ganze schon bereits gesehen. Aber trotzdem nochmal hier ein kleiner Vorschau. Ja, das hatte ich auf jeden Fall auf Instagram gepostet gehabt, an dem Tag, wo der Playbutton halt gekommen ist. Natürlich war ich richtig glücklich darüber und ich zeige euch natürlich ein paar Bilder, wie das Ganze aussah, als es ankam, Leute. Ich habe jetzt kein Unboxing gemacht oder so, ich habe das Ganze jetzt ganz normal ausgepackt mit meiner Familie, deswegen war es eigentlich jetzt nicht mein Ziel, jetzt überkrasses Unboxing oder so zu machen. Nein, das war es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall ist der Playbutton in so einer Box gekommen, wie ihr gerade im Hintergrund sehen könnt, in so einer ganz normalen schwarzen YouTube-Box. Ich dachte mir, boah, krass, Alter, ich habe noch nicht mal erwartet, dass der Postbote kommt. Der kam einfach. Ich so, hör, ich habe doch gar nichts bestellt. Dann habe ich aufgemacht, dann war es der Playbutton. Ich war echt erschrocken. Ich dachte echt nicht, dass der kommt, weil es hat schon echt lange gedauert, bis der gekommen ist jetzt. Über 13 Wochen circa hat es gedauert. Also mega krass gewesen auf jeden Fall. Dann habe ich das Paket aufgemacht, da war noch so ein Zettel beigelegt. Auf Englisch, bla bla bla, herzlichen Glückwunsch für 100.000 Abonnenten. Das hat mich jetzt nicht wirklich viel interessiert, weil das ist eh ein vorgedrucktes vorgedruckter Brief, wo einfach irgendwas drinsteht. Dann habe ich mir halt das unten drunter angeschaut, Leute. Und da war halt natürlich der Playbutton. Den habe ich sofort an meine Wand geklatscht in meinem Zimmer. Ich werde auch demnächst sowas ähnliches wie eine Roomtour machen. Da werde ich euch das Ganze nochmal genauer zeigen, wo genau das hängt, wie ich das Ganze veranstaltet habe. Auf jeden Fall, Leute, sieht der Playbutton einfach genauso wie im Hintergrund aus. Da steht einfach oben drüber Fraps und unten drunter Congratulations for 100.000 Subscriber, bla bla bla.
Auf jeden Fall, Playbutton, man kennt ihn, ich denke mal, ihr wisst auch, wie der Playbutton aussieht. Und wie gesagt, Leute, demnächst kommt sowas ähnliches wie eine Roomtour, da werde ich auch meine GTA-Sammlung zeigen, da werde ich mein ganzes Zimmer-Setup, wie es halt gerade jetzt ist, zeigen. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, richtig lustig und richtig cool, könnt ihr ja auch gerne mal vorbeischauen. Und nochmal, Leute, danke an jeden, der mir bei diesem ganzen Weg hier geholfen hat. Egal, ob es Abonnenten waren, YouTube-Kollegen oder halt mein Kollege Mert oder meine Real-Life-Kollegen oder sonst was. Also mega, mega krasse Aktion auf jeden Fall. Wir zusammen haben die 100.000 Abonnenten geschafft, Leute, und dafür möchte ich mich einfach nochmal bedanken. Ihr seid einfach die Besten. Und das soll es dann aber auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, Leute, ich konnte euch etwas vermitteln mit diesem Video hier. Falls nicht, dann lasst mir doch auf jeden Fall kein Like da oder so, würde mich jetzt nicht interessieren. Ich wollte euch halt nur eine Botschaft vermitteln und euch das genauer so bewusst machen, warum ich YouTube mache, weshalb, wieso, dies, das, Ananas. Und Leute, nochmal danke, danke, danke an euch und dann verabschiede ich mich doch jetzt und dann, Leute, sehen wir uns im nächsten Video, was heute Abend kommt. Ich würde mal sagen, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Ciao.